Hallo ihr Lieben, Spargel und Wein ist einfach die perfekte Kombination. Darum schalten wir heute aufs Weingut Andreas Leible nach Durbach. Und hier ist er auch schon. Hallo Andreas, grüß dich. Hallo Sophie. Andreas, jetzt habe ich hier zwei tolle Spargelsoßen. Eine Vinaigrette und eine Hollandaise. Was würdest du jetzt dazu für einen Wein empfehlen? Wow, das hört sich ja lecker an. Zur Vinaigrette nehmen wir doch am besten einen Weißburgunder. Das ist ein Wein, der etwas feiner, etwas neutraler in seiner Aromatik ist, in seiner Ausprägung. Und der Weißburgunder bringt eine sehr weiche, runde Art mit. Und das passt sehr gut zur Vinaigrette, damit die Vinaigrette auch nicht gestört wird in ihrem Geschmacksbild, sondern einfach schön unterstrichen wird. Ja, und den habe ich auch schon gerade hier stehen. Dann probiere ich doch das mal. Zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt probiere ich mal natürlich, ob das dazu passt. Mhm. Ja, sehr fruchtig. Passt ja, sehr gut. Ja, so soll das sein. Also die Kombination von Weißburgunder mit Vinaigrette, das nimmt dann einfach so schön das Gericht mit und begleitet es, ohne es zu dominieren. Ja. Gerade jetzt der 2019er ist dadurch, dass der noch sehr frisch, sehr jung ist, wirkt er auch etwas leichter, etwas floraler und es passt sehr schön eben auch zu dieser Vinaigrette. Jetzt hast du mir ja auch noch zwei andere Weine dazu geschickt. Ich habe dir den Riesling Cabinet Trocken geschickt zur Hollandaise. Hollandaise ist ja eigentlich auch eine Soße, die schon etwas kräftiger ist und die auch sehr gehaltvoll sich präsentiert. Und da bietet es sich auch immer an, wenn man was Frisches, was etwas Lebhafteres mit dazu gibt. Und gerade der Riesling mit seiner feinen Säurestruktur, der unterstreicht es eben sehr schön. Probier es einfach mal. Mhm. Sehr fein. Und sollte es dann beim Spargel eher immer ein junger Wein sein? Das halte ich eigentlich wie immer im Leben, schmecken muss es. Also da gibt es keine Dogmen. Eher so die neutralere, etwas dezentere Aromatik im Wein passt sehr gut zur Vinaigrette. Und bei einer Hollandaise würde ich dann eher einen Wein nehmen, der etwas frischer, etwas fruchtbetonter ist. Aus dem Grund habe ich dir auch den anderen Wein noch mit dazu gegeben. Alternativ, es ist ein 2018er Sauvignon Blanc. Ja, und genau. Der Sauvignon Blanc ist auch ein sehr fruchtbetonter Wein, passt also auch da idealerweise zur Hollandaise. Ja, dann probiere ich doch mal. Und sag mal, ist denn euer Weingut zurzeit auch für Publikumsverkehr geöffnet? Ja, wir haben wieder geöffnet. Mhm. Hatte drei Tage geschlossen, weil es uns untersagt war von der Regierung. Aber die haben dann eingesehen, dass wir doch systemrelevant sind und dass die Leute mit Wein versorgt werden müssen. Also das Weinverkaufsgeschäft ist jeden Tag geöffnet. Okay, wir freuen super. Uns auch regelmäßig über Gäste, die uns besuchen kommen. Sophie, jetzt hast du ja die Möglichkeit gehabt, alle drei Weine zu probieren. Ja. Jetzt würde mich dann schon interessieren, welcher hat dir jetzt am besten geschmeckt zum Spargel? Also mir persönlich hat der Riesling jetzt am besten geschmeckt. Sehr schön, das freut mich. Mir persönlich nämlich auch. Ich bin ja jetzt bestens versorgt und vielen Dank für die tolle Beratung. Danke dir für die Anfrage. Genieß die Spargel. Ich freue mich auf den nächsten Besuch. Bei ich mir mich auch. Bleib gesund. Wow, tschüss. Tschüss. Badischer Wein und Spargel ist einfach perfekt. Überzeugt euch am besten selbst davon. Bis bald, eure Sophie.